Endspiel der Trostrunde, der Sieger dieses Spiels trifft dann im endgültigen Finale auf den Sieger der Hauptrunde. Das ist der Sohn von Gennady Masur. Der ist bereits im Finale als Sieger der Hauptrunde. Sein Papa muss sich erst noch qualifizieren, aber das schaut schon gut aus. Gegen Andrzej Borinski. Dieses Jahr sind die Steiner keine guten Gastgeber. Sie spielen nur mit ihren eigenen Leuten im Finale. Normalerweise lässt man da aus Höflichkeit den Gästen den Vortritt. Und dann hängt natürlich noch alles davon ab, wer im Verein die besten Connections zum Abteilungsleiter hat, weil der ist Schiedsrichter. Ja, das geht dann ganz schnell, ne? Ein, zwei blöde Bälle.